Guten Tag und hallo, liebe Campingfreunde. So, vor 2 Monaten stand ich ja genau vor dem Wohnmobil, wo ich den gebracht habe. Und in der Zeit war für uns sehr viel Arbeit. Ihr habt die Fotos gesehen, was da alles an dem Wohnmobil war. Also hinten, die Frau hat mir gesagt, ja, das ist, ja, ist einer draufgefahren und das Blech ist nur chrom und schief. Aber dann nachhinein hat sie das, habe ich da erfahren, dass sie ja das repariert habe, hat bei irgendwelcher Firma. Naja, Ziehbretter und was nicht alles, Silikon, Plastik, Dinger da, also wir hatten so einen Haufen da liegen von dem ganzen Zeug. Da haben wir alles entfernt, das Badezimmer, die Ecke war kaputt. Ja, den Staukasten unten war kaputt, das haben wir alles fertig gemacht. Ja, und jetzt, nach 2 Monaten, ist das Wohnmobil, sagen wir mal, ich bin ja in so 2 Gruppen. Auf Facebook, einmal alte Wohnmobile, einmal historische Wohnmobile, und da habe ich auch gepostet und die Leute haben gesagt, boah, ist das Wohnmobil neu. Also das sieht wirklich super aus. Ja, haben wir sehr viel getan, sehr viel gemacht, und ich sage ja, eigener Lob stinkt, aber ich sage ja, ich glaube nicht, dass so einen zweiten Wohnmobil gibt. Wirklich, das ist ja alt, aber innen drin ist alles neu. Die ganze Elektrik ist ja komplett neu. Ich habe ja, da könnte ich ja zählen, was ich da alles eingebaut habe, von Solaranlage, neue Saatanlage, von Maxven, Lithiumbatterie, Wechsellichter, ja, elektrische Ablassventil, beheizbare Schmutzwassertank, ja, da habe ich so eine Matte eingebaut, so Heizmatte hatte ich ja heute Nacht, hatte ich den draußen stehen, wir hatten -7 Grad und hatte ich ja Wasser drinne und funktioniert alles, Heizung natürlich am Laufen, funktioniert alles einmal frei. So, ja, die Stufe haben wir eingebaut, die Polster haben wir neu gemacht, das Badezimmer komplett neu aufgebaut. Ja, die Wasserhähne kaputt. Also, ich weiß nicht, wie die Frau da gefahren ist. Also, da hat ja nichts funktioniert. Der Kühlschrank hat ja nicht funktioniert. Die Heizung hat nicht funktioniert. Dieser Warmwasserboiler, die Steuerplatine kaputt, hat ja auch nicht funktioniert. Aber dann war alles erledigt und da freue ich mich echt drüber. Ja, jetzt habe ich noch den Motor gewaschen und ja, da muss ich noch Zahnriemen mache ich noch neu, Lichtmaschine habe ich, aber da mache ich alles in einem. Neue Lichtmaschine, neue Zahnriemen, ja, die ganze Flüssigkeit, Bremsflüssigkeit brauche ich ja nicht, die hat ja vor voriges Jahr neue Bremse hinten eingebaut. So, die Reifen sind von 2019, aber ich schmeiß die auch mal weg, ich mache mir da Jahresreifen. Ja, wenn ich da gerade in einem Stellplatz bin und dann schneit oder wie auch immer, da komme ich da irgendwie weg. Sonst im Winter fahre ich kaum was. So, ich zeige euch nochmal das Wohnmobil draußen, wie der aussieht. Ja, und dann innen drin, weil ich da alles gemacht habe. Und da kann man selber sehen, dass sogar aus so einem alten, verrotteten Teil kann man ja was Schönes machen. Ich habe da echt Spaß dran. Ich muss ja keinem was beweisen. Ich hatte ja so viele Wohnmobile, neuwertige Wohnmobile. Ja, und ob das, ich hatte Karthago, ich hatte Hümer, ja, LMC, TEC war ich Vertragshändler, die hatte ich auch, vollintegrierte, teilintegrierte, damals noch Alkoven, ja, alles Mögliche. Aber an so einem Fahrzeug habe ich ja wirklich Spaß dran. Ja, ich hatte ja dieses Jahr 25 Jahre die Firma und da war ich 60 und da wollte ich mir was kaufen, was noch bleibt. Und ich glaube, mit dem Wohnmobil, so wie der da jetzt gemacht ist, da fahren noch meine Enkelkinder damit. Ne? Ich habe ja 3 Enkelkinder, 3 Jungs. Ja, und dann
Vielleicht haben die auch mal Spaß am Wohnmobil und dann können sie mit so einem Oldtimer fahren. So, dann zeige ich jetzt euch, was da alles gemacht wurde. So, erstmal auf dem Dach, da haben wir dahinter neue Dachluke, neue SAT-Anlage, 320 Watt Pixolla-Anlage, Schindeltechnologie, Maxvan, vorne neue Dachluke. Ja, das Dach sieht ja wie neu aus. So, hier ist die ganze Elektrik, Lithiumbatterie, ja, Ladegerät für Lithium, Wechsellichter, ja, die alle Sicherungen, das ist halt eben von der verrückten Anlage da, diese Verstärker, ja, Ladebooster, ja, hier ist der FI-Schalter, das ist der Trennrelais und was nicht alles. So, der Motor sieht ja auch ganz anders aus. Hier an der Batterie, die Pole haben wir umgeändert. Fiat hat das damals total blöd gemacht. Ja, und das haben wir neu gekrempelt, alles neu gemacht. So, der Motor ist pulvertrocken, da ist nichts, kein Tröpfchen Öl auf dem Motor. Wir haben das nur gereinigt, aber ja, aber wie gesagt, da kommen noch die ganzen Filter, alles kommt ja komplett neu. So, diese Aufkleber von LMC, die kriege ich ja neu. So, die Scheinwerfer sind schon neu. Das sind ja, ich habe die Motorhaube zugemacht. Das sind die Gläser raus. Neu, ja. So, die Radkappen, ja, sind ja original noch von LMC. Die haben wir nur lackieren lassen. So sieht das aus. Alles. Aha, die Außenlampe habe ich eingebaut. Ich habe ja gesucht, dass das nicht so neue, moderne ist, nur so, ja, ist ja mit LED, aber halt eben sieht ja so in dem Alter so aus. So, das ganze Alkoven. So, diese Rückwand ist komplett neu. Der ganze Stauraum ist super geworden, alles neu mit Siebdruckplatten gemacht. Ja, das ist meine rote Nummer. Ja, diese Entlüftung von dem Kühlschrank, der Fahrradträger ist neu, der alte, damals war das nichts Besonderes. Deswegen haben wir auch weggeschmissen und ist ja alles neu. So. So, in der Küche die Rollos. Auch neu. Fliegengitter, Verdunklungsrollo. Den Kühlschrank haben wir vernünftig gemacht und funktioniert alles einmal frei. Läuft. So, sieht sauber aus. Ich wollte das alles, das alte behalten. Wollte ich mir erstmal Kompressorkühlschrank einbauen, sage ich nein. Lasse ich den alten, der funktioniert so wie er sein muss. Da kaufe ich mir noch Kühlbox, Kompressorkühlbox. Und das wird schon reichen. Ja, das hier haben wir alles neu gemacht. Diese Gummis sind ja neu. So, ihr habt ja das Foto. So, ihr habt ja das Foto von dem Badezimmer gesehen. Jetzt ist das alles so, wie es sein muss. Muss nur noch absilikoniert werden, das Ganze. Ja, neue Wasserhahn. So. So sieht das jetzt den Rest aus. Die Möbel, die neue Polster, neue Gardinen. Ja, viele haben mich auch gefragt, ja, so sind es schöne, so moderne. Wollte ich nicht. Ich habe neue bestellt, aber so wie das damals war, halt eben, der Alkoven haben wir das Fenster vorne zugemacht. Ja, das Verdunklungsrollo, so wie ich schlafe, ist dabei. Erste Mal sofort kaputt, brauche ich nicht. So. Hier, wo der Maxvan drin ist, da habe ich so ein Brett gebastelt. Da war ein Stockflecken wegen der Dachluke war undicht. Ja, da habe ich mir so ein Brett gemacht. Fertig. So. Da ist der Fernseher.
So sieht das aus. So, diese Ecke war total verhust, vergammelt, Löcher, Tapete geklebt. Ja, das hat die Furniture nicht mehr gehalten. Ja, da habe ich mir die Folie hier drauf geklebt. Viele haben mich gefragt, ob die Gläser so halten. Gestern rumgefahren, auch mal schlechte Straße, 35 Kilometer. Und die Gläser haben sich kein Millimeter bewegt. Ja, ich habe die selber gemacht hier drunter. Da ist eine Blechplatte da drauf geklebt. Die Gläser habe ich mir selber gemacht. So Magnetplättchen drauf geklebt mit zwei Komponentenkleber. Ja, zack, das hält alles, das bewegt sich überhaupt nicht. Ja, hier für vorne, da habe ich die Tassen alle. So, da habe ich mir auch das Brett selber gemacht, rausgeschnitten für Weine. Ich trinke ja unheimlich gerne Wein. Hier das Brett gebastelt. Ja, weil das von Kaffeemaschine vielleicht spritzt da oder wie auch immer. Ja, da ist die Kaffeemaschine, die Halter bestellt. So, ich trinke ja unheimlich gerne Cappuccino. Ja, so funktioniert das. Hier ist die ganze Elektrik. So, einmal diese Ambientebeleuchtung, einmal diese blaue Beleuchtung in dem Boden. So, und da oben an dem Maxwell. So, ja, da ist ja Beheizung von dem Schmutzwassertank. So, da sind die Sicherungen. Hier ist ja Außenbeleuchtung, elektrische Ablassventil. So, ja, das ganze Panel, Pumpe. Ja, digital habe ich gemacht auf Frischwasser, Schmutzwasser. Ja, da ist nur 77% in dem Frischwassertank von dem Wechselrichter. So, ja, Solaranlage. Natürlich kommt ja nichts rein. Kann man ihn beprüfen, wie viele Ampere er steht in der Halle. So, die Pumpe. So funktioniert das Ganze. So, liebe Campingfreunde, so, ich freue mich echt riesig auf das Wohnmobil. Wie gesagt, so eine Oldtimer zu fahren ist auch schön. Ja, ist nicht der Rennwagen, aber er kommt ja vorwärts. Wie gesagt, ich habe ja von dem Autos, weiß ich nicht, 1000 Stück verkauft. Sehr viele nach England, Norwegen, Schweden. Ja, und das Wohnmobil fährt auch. Vielleicht mal 80, wenn der Pech runtergeht, 100. Aber man kommt ja überall hin. Motto ist unkaputtbar. So, das ist, glaube ich, morgen fahre ich erst einmal auf Stellplatz, nicht weit nach Sevelen, nach Hexenland. Ja, so, und mal noch alles ausprobieren, wie sich da schläft und so. Hatte ich schon Alkoven jahrelang nicht, aber es geht, es wird kuschelig. So, liebe Campingfreunde, ich wünsche euch allen eine frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, bleibt ihr alle gesund, weil das ist das Wichtigste. Der Rest kommt von alleine, aber ne, aber Gesundheit ist das Wichtigste. So, liebe Campingfreunde, das ist, glaube ich, alles, was ich zeigen wollte. Und wir sehen uns bestimmt im neuen Jahr wieder. Ich habe ja im Januar noch Urlaub und dann geht dann weiter. Und am Ende, wie immer, wenn jemand noch eine Frage an mich hat, kann er mich gerne anrufen. Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne. Und bis bald.